Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring. Im Rahmen meiner Arbeit werde ich immer wieder gefragt, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwie unter Windows Texte per Sprache zu diktieren. Ja, zumindest unter Windows 10 in den aktuellen Versionen gibt es das, aber leider mit Einschränkungen. Dazu gehen wir jetzt erstmal in die Einstellungen von Windows 10. Und da haben wir ja gleich mehrere Sachen, also mehrere Optionen, wo man irgendwas einstellen kann. Zum Beispiel hat man hier den Punkt Zeit und Sprache und dann gibt es hier den Untermenüpunkt Spracherkennung. So, das bezieht sich jetzt vorwiegend auf Cortana, also das heißt den Assistenten. Das heißt, hier wird noch nichts, also kann man noch keinen Text diktieren. Das heißt, in einem Formular oder in einer E-Mail oder in einem Texteditor oder in Word oder was es so alles gibt, kann man jetzt direkt noch nicht einen Text diktieren, sondern dieses System bezieht sich halt nur auf Cortana und die Möglichkeiten, bestimmte Funktionen zu starten oder zu beenden auf Windows. So. Hier sieht man natürlich, kann man jetzt Sprachpakete installieren. Wir haben hier Deutsch installiert. So, das hilft uns aber in dem Fall nicht. Und Microsoft ist da schon so, dass die inzwischen eine Diktier-App integriert haben. Und diese Diktier-App, die findet man unter, also die Einstellung dafür findet man unter erleichterte Bedienung und unter Spracherkennung. So. Und wenn wir jetzt hier oben in diesen Bereich gehen, dann sehen wir schon das ganze Problem. Das heißt, diese Diktier-App, die dann auch wahrscheinlich cloud-gestützt funktioniert, also größtenteils, oder man sich das offline, das Sprachpaket runtergezogen hat, funktioniert derzeit nur mit US-Englisch. So, also die Funktionen hier unten, die sind im Prinzip jetzt erstmal völlig uninteressant. Da geht es halt auch um die, ob man sozusagen Text diktieren will oder man nur Funktionen steuern will. So. Also es geht um die Spracherkennung aktivieren. Ja, Spracherkennung, Sprache ist nur für die folgenden Sprachen verfügbar. Englisch, Kanada, Indien, Australien, Französisch, Deutsch. Das ist irreführend. Aber das hier oben ist jetzt der aktuelle Stand. Das heißt, nur US-Englisch funktioniert. Nun gibt es die Möglichkeit, sich eine kostenpflichtige Software wie Dragon Natural Speaking zu beschaffen. Die Spracherkennung bei diesen Programmen ist aber auch nicht unbedingt perfekt. Das, was der große Vorteil bei diesen kostenpflichtigen Paketen ist, dass sie natürlich einen ganz, ganz großen Wortschatz bieten, der erkannt wird zu Spezialwörtern. Es gibt auch dann noch spezielle Ausführungen von Dragon. Zum Beispiel speziell für Anwälte oder speziell für Ärzte. So. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Option, die es eigentlich schon seit Windows Vista im Windows gibt. Und zwar ist es die App, inzwischen heißt es App Windows Spracherkennung. So, die klicken wir jetzt einfach mal an. Und würde sagen, wir richten die mal ganz kurz ein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Stimme und alles einrichten. Das heißt, was haben wir für ein Mikrofon? Wir haben jetzt in meinem Fall ein Tischmikrofon. Das hat dahergehend bestimmte Gründe, warum man das macht, weil es darum geht, wie reagiert der auf Nebengeräusche, zum Beispiel auch Ausgaben aus den Lautsprechern. So, wir haben ein Kopfhörermikrofon in dem Fall. Gehen weiter. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er sieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. So, ist jetzt eingerichtet. Ich hoffe, der hat das gut erkannt. So, Genauigkeit der Spracherkennung verbessern. Das heißt, Sie können des Computers Erkennung gesprochene Wörter verbessern, indem Sie den Computer Dokumente und E-Mails in Ihrem Suchindex überprüfen lassen. Der Computer wird dann mit Wörtern und Begriffen trainiert, um das Verständnis bei der Spracheingabe zu verbessern.
Das heißt, der lernt selbst, ist in dem Fall nicht Cloud-gestützt. So, können wir jetzt aktivieren oder deaktivieren? Ich würde das jetzt mal deaktivieren, weil ich das zielgerichtet trainieren möchte. Manuellen Aktivierungsmodus. So, jetzt könnte man sich noch ein Blatt mit, sag ich mal, Stimmbefehlen anzeigen lassen bzw. drucken lassen. Das 10. Das könnte man dann auch mal drucken, sozusagen. Also das sind Steuerungsbefehle, die man benötigt, zum Beispiel beim Textdiktieren. So, wir gehen jetzt mal weiter und wir wollen das nur manuell starten. So, Lernprogramm tun wir jetzt überspringen. Das wäre aber sehr wichtig, sich da ein bisschen Zeit zu nehmen, weil die Spracherkennung dann auf jeden Fall wesentlich besser funktioniert als aus dem Stegreif. Deshalb, wenn wir sagen, wir jetzt hat es hier oben sozusagen gestartet, die kleine Applikation. Und da würde ich sagen, wir diktieren gleich mal einen kurzen Text. Da wir ja das Sprachtraining jetzt noch nicht durchgeführt haben, wird natürlich die Spracherkennung auch mäßig gut sein. So, um das jetzt mal zu testen, habe ich jetzt einfach mal hier ein Word geöffnet und die Spracherkennung habe ich jetzt als nicht aktiv. Man kann die natürlich auf immer aktiv, auf immer zuhören machen, dann funktionieren natürlich auch sofort Befehle und anderes. Ich würde aber jetzt stören, da ich ja nebenbei auch noch die Aufnahme hier mache. So, ich aktiviere das ja einfach mal und dann werden wir einfach mal zwei Zeilen diktieren. Ich vergrößere das nochmal, damit das auf dem Video auch alles besser zu sehen ist und starte hier mal. Herzlich willkommen. Neue Zeile. In diesem Video erkläre ich, wie die Windows-Spracherkennung funktioniert. So, wir sehen, dass das grundsätzlich erstmal schon sehr gut funktioniert. Natürlich hat der Grammatik ist noch ein bisschen nicht ganz so perfekt. Das heißt, ich müsste dann dazwischen wahrscheinlich mal Komma sagen. Und wie die Spracherkennung funktioniert, da habe ich mich irgendwie mit dem Wiener dazwischen gemoschelt. Aber grundsätzlich funktioniert das. Mit dem Sprachtraining wird das immer weiter besser. Es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn man hier drauf geht, das heißt, man kann hier dieses Sprachlernprogramm starten, um das noch zu verbessern. Und man kann natürlich auch das Schlagwörterbuch öffnen, das heißt, kann Wörter hinzufügen oder Wörter vom Diktat ausschließen, die man da halt immer so als Floskel sagt. So, dann kann man natürlich hier Diktierthemen, muss man sich halt mal durch die Optionen durchnavigieren, was es hier so alles gibt. Das heißt, hier sehen wir das zum Beispiel beim Start ausführen, dass ob das Programm gleich gestartet ist. Dann hat man hier, kann man das Mikrofon nochmal, wenn man das Mikrofon ändert, nochmal einrichten, Spracherkennung verbessern. Oder halt die Spracherkennung Systemsteuerung, da geht noch das alte auf. Das heißt, später, wenn das dann diese Windows 10 integrierte App dann auch für Deutsch gibt, wird man natürlich das darüber machen. Aber erstmal funktioniert das hier mit diesen alten Sachen. So, die Sprachreferenzkarte hatte ich ja erst schon gezeigt, da geht dann hier auf. Das sind so ziemlich dieselben Befehle wie für Cortana. Also das heißt die Windows 10 Diktier-App. Man sieht hier, dass da auch irgendwo noch der Bezug darauf ist, aber auf jeden Fall sind hier die ganzen Sprachbefehle, die man benötigt. Also das ist auch schon auf die neue App bezogen. Das ist aber alles relativ identisch. Wollte ich das nochmal sagen. Also zum Beispiel Dokumenten Excel, so dann korrigieren. Muss man dann halt wissen, welche Befehle man für was benutzt, sozusagen. Gut. Machen wir mal runter.
Dann muss ich dazu sagen, ich habe das hier mit LibreOffice zum Beispiel auch getestet. Mit LibreOffice, manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Weil habe ich nicht herausgefunden, warum das nicht funktioniert. Nicht immer. Also das heißt, wenn ich sage hier herzlich willkommen, sehen wir, dass der irgendwie hier einen Konflikt mit irgendwas in LibreOffice bestehenden hat. Komischerweise die Sprachsteuerung funktioniert. Das heißt, wenn ich sage einfügen, öffnet er auch die Menüs, aber das Diktieren im Diktierfeld funktioniert nicht. Vielleicht finde ich das noch raus, dann würde ich das unterhalb des Videos nochmal einfügen. So. Merkwürdigerweise funktioniert das sonst überall ganz zuverlässig. Hier habe ich mal Notepad Plus. Herzlich willkommen. Neue Zeile. Heute ist sehr schönes Wetter. So. Hier muss man dann natürlich auf Einfügen drücken. Aber es funktioniert zum Beispiel auch hier. Guten Tag. So. Funktioniert, sieht man. Jetzt können wir nach Web suchen. So. Ah. Prescott. Kennt er natürlich nicht. Ach so. Oder sagen Sie buchstabieren. Buchstabieren. P R A S K O T. Erneut buchstabieren. P, R, A. Funktioniert nicht. Erneut buchstabieren. Paula, Richard, Anton, Siegfried, Siegfried, Schule. S. Konrad. Zurück. Konrad. Klinke. Ja, was denn? K. O. T. Prescott. So, jetzt funktioniert es mit den Buchstabieren. Haben wir gleich was gelernt. Das heißt, wir können sozusagen alles Mögliche da unten einfügen. Jetzt hat er natürlich gleich weiter diktiert. Aber man sieht, man kann relativ viel damit machen. So ganz nebenbei mal, wenn euch das Video gefällt oder allgemein meine Videos Ihnen gefallen oder euch gefallen, dann abonniert bitte meinen Channel. Wir sehen, dass das Ganze natürlich nicht ganz hundertprozentig perfekt ist. Ich hoffe, dass das mit der, wenn die Windows 10 Diktier-App dann existiert, wo das im Zusammenspiel mit Cortana dann integriert ist, dass es dann ein bisschen besser funktioniert. Ich habe nebenbei auch noch mal ein bisschen probiert, ob das zum Beispiel auf Webseiten in den Formularfeldern gut funktioniert. Jein, sage ich da. Es gibt Formularfelder, da funktioniert das super. Es gibt Formularfelder, da schafft man es einfach nicht, da irgendwas einzugeben. Also das heißt, der Browser oben drüber versucht irgendetwas auszuführen, aber es wird nicht erkannt, dass der Cursor im Formularfeld ist und dass man da jetzt was rein diktieren kann. Das kann natürlich daran liegen, dass diese alte Applikation, die ja nicht wirklich für Windows 10 gebaut ist, nicht optimiert darauf funktioniert. So, wie gesagt, die neue Diktierfunktion, das bleibt abzuwarten. Wenn es dann die deutsche Variante gibt, werde ich das auf jeden Fall testen und dazu auch ein Video stellen. Ich hoffe, ich habe zumindest erstmal ein wenig geholfen und wieder einen kleinen Tipp gegeben. Und ich denke mal, wenigstens die, die sehr viel Text schreiben müssen, haben jetzt ein bisschen Hilfe dabei. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Video auch einschaltet.
wird es demnächst geben. Ich habe mich jetzt entschieden, das jetzt nicht unbedingt immer wöchentlich zu machen, weil ich bin ja natürlich auch sehr ausgelastet durch meine Arbeit und deshalb mache ich immer ein Video, wenn ich gerade mal Zeit habe oder sehr viele Fragen von meinen Kunden auf mich einprasseln. Bis dann, eine schöne Woche und viel Spaß.